Ja, ich habe jetzt Sanja Amadi hier neben mir auf der Couch sitzen. Du bist bald weg. Es geht in die indische Profiliga zum Mumbai FC. Aber bevor du wegfliegst, bevor dein Visum kommt, bevor du abhaust, tippen wir noch einmal den 9. Spieltag der Oberliga. Da kennst du dich ja auch einigermaßen gut aus. Los geht's, Freitagsspiel 19:30 SV Blankenese gegen Condor. Was tippst du da? Ich glaube, Condor wird das mit 2-0 machen, da Blankenese als Aufsteiger nicht gerade gut gestartet ist. Torschützen so, was glaubst du, wer da treffen wird? Boah, das schwer, da kenne ich nicht mehr so. Aber Auswärtssieg auf jeden Fall. Also 2-0. Okay, nächste Partie, Germania Schnelsen gegen den Meindorfer SV. Was glaubst du da, wer wird sich da durchsetzen? Ja gut, ich glaube, Schnelsen wird sich da durchsetzen, auch wenn die nicht gut gestartet sind diesmal, aber Meindorf noch schlechter. Also ich glaube auch, das wird eine knappe Partie, aber ich glaube, Schnelsen macht das mit 2-1. Zu Hause, Heimsieg für Germania Schnelsen. Nächstes Spiel, Samstag, 15 Uhr, Kurslack Neuengamme gegen den FC Elmshorn. Gut, Elmshorn wurde ja letztes Jahr Meister. Dieses Jahr sind die halt nicht so gut oben mit dabei. Und Kurslack, wie jedes Jahr, immer oben dabei. Und die spielen auch im Heim. Die sind Heim sehr stark. Ich glaube, Kurslack gewinnt mit 1-0 und Vitalis Willem wird das Tor machen. Okay, knapper Sieg für Kurslack Neuengamme gegen den ehemaligen Oberligameister FC Elmshorn. Nächstes Spiel, Skala Alzertang Langhorn, Aufsteiger gegen den zweiten Aufsteiger aus Steinbecker SV. Was sagst du da? Zwei Aufsteiger, die aufeinandertreffen? Gut, beide sind Aufsteiger, beide müssen punkten, da nur mit diesen Mannschaften Chance haben, überhaupt zu punkten. Ich glaube, Alzertal Langhorn, ich habe die Spiele sehen, glaube nicht, dass die das schaffen würden, auch wenn die heimspielen. Ich glaube, entweder wird das ein Unentschieden oder Steinbeck gewinnt mit 1-0 ganz knapp. Und was glaubst du, wer da treffen wird für Steinbeck? Das kann ich nicht so sagen, also das weiß ich nicht. Also kann jeder sein. Letzten Jahr war ja Rafael Montero derjenige, der am laufenden Band getroffen hat. Dieses Jahr ist das anders, dieses Jahr kann ja jeder bei denen, weiß nicht. Okay, also knapper Sieg für Steinbeck, aber es wird eine knappe Kiste, sagst du? Genau, knappe Kiste. Okay, dann nächstes Partie, Altona 93 gegen den SV Rugenbergen. Bisschen Überraschungsmannschaft in dieser Saison? Ja, auf jeden Fall. Die waren ja die ersten Spiele ganz oben, erster Platz. Rugenbergen echt Top-Mannschaft gewesen. Auch jetzt noch sind die oben dabei, aber Altona auch wie jedes Jahr immer oben mit dabei. Da kann ich echt nicht sagen, da kann echt ein Unentschieden sein, so 1-1 würde ich tippen. Aber die Tore weiß ich jetzt nicht, wer die macht. Okay, 1-1 für Rugenbergen zu Hause bei Altona in der Adolfina Jäger Kampfbahn. Nächstes Spiel, Buchholz 08 gegen BU. Gut, BU auch als auch sehr gut jetzt mit dabei, aber Buchholz sehr heimstark, wie jedes Jahr, sind immer konstant heimstark. Und die werden, glaube ich, kein Problem mit BU haben. Also 2-0 tippe ich auf BU. Auf BU oder auf Buchholz? Nee, Entschuldigung, Buchholz. Okay, 2-0 Heimsieg für Buchholz. Genau. Nächste Partie, Niendorfer TSV gegen einen weiteren Aufsteiger und eine Mannschaft, die du sehr gut kennst, TuS Dassendorf. Was glaubst du da? Gut, TuS Dassendorf habe ich gespielt. Als Aufsteiger sind sie echt gut, haben gute Spieler geholt und sind jetzt auch gut oben mit dabei. Ich glaube auch, dass sie auch Herbstmeister werden. Also da habe ich keinen Zweifel, dass sie es nicht schaffen. Und Niendorf auch stark, aber halt jetzt die Saison nicht so, dass sie oben mitspielen. Auch wenn die heimspielen, glaube ich, dass Dassendorf gewinnt. Und glaube, mit 2-0 Erik und Artuk werden das die Tore machen. Okay, sind wir gespannt, ob das dann auch eintrifft. Nächstes Spiel, dein ehemaliger Verein SC4 Marschlande gegen Halstenbeek-Rellingen. Ja, für Marschlande auch gute Mannschaft eigentlich, aber die tun sich immer halt schwer, auch die letzten Jahre, wo ich mitgespielt habe. Aber gegen Halstenbeek-Rellingen war immer so eine Sache, wir haben uns immer da schwer getan. Auch da haben wir, weiß nicht, dreimal verloren oder einmal unentschieden und sonst. Auch wenn die heimspielen für Marschlande, glaube ich nicht, dass sie es packen würden, weil die auch gerade jetzt nicht momentan gut dabei sind und Halstenbeek-Rellingen schon gut dabei mit oben mitspielen wird, auch gute Spieler hat.
Deswegen tippe ich auf Halsberg-Rellingen 1-2. Okay, Auswärtssieg für Halsberg-Rellingen bei Vier Marschlande. Letztes Spiel, der VfL Pinneberg empfängt den Bramfelder SV. Was sagst du da? Gut, Bramfeld auch als Aufsteiger. Nee, die haben es ja noch knapp geschafft letztes Jahr, stimmt. Noch ganz knapp und die tun sich auch halt immer schwer. Und ich glaube nicht, dass sie es jetzt auswärts packen würden gegen Pinneberg. Pinneberg ist auch heimstark. Ich tippe halt auf Pinneberg, auch knappe Kiste zwar, aber Pinneberg wird gewinnen mit 2-1. Ein Sieg für Pinneberg gegen Bramfeld. Vielen Dank, Sanja. Wenn dann der Spieltag stattfindet, wirst du in Indien knipsen. Wir werden dann berichten, wie du dann abgeschnitten hast bei dem Tippspiel. Ciao. Dankeschön. Ciao.